stört mich nicht. Also, bevor unser letztes Treffen unterbrochen wurde, haben Sie von einer Karte gesprochen, richtig? Ich denke schon, ja. Gut, warum erzählen Sie mir nicht, wie Sie diese Karte gefunden haben? Bitte, also haben Sie keine Angst, ich stehe auf Ihrer Seite. Also, mir war damals schon längere Zeit aufgefallen, dass einer der Töne der Kirchenorgel verstimmt war. Immer wenn ich die Taste drückte, gab die Orgel ein seltsam pfeifendes Geräusch von sich. Mehrere Kirchenbesucher hatten sich deswegen schon bei mir beschwert. Als ich dem Priester davon erzählte, sagte er, dass es nicht auffallen würde und ich mir keine Sorgen machen bräuchte. Irgendwie kam mir das seltsam vor und ich wurde misstrauisch. Der Priester stammte aus einer Familie mit weit zurückreichenden Verbindungen zu Wolfsburg. Er war angesehen und hatte großen Einfluss auf die Stadtpolitik. Ich wusste, dass er Geheimnisse von Wolfsburg kannte, von denen niemand sonst wusste. Also blieb ich eines Abends nach dem Gottesdienst da, um zu sehen, was der Priester tat. Ich versteckte mich in einer dunklen Nische und beobachtete, wie er zu meinem Arbeitsplatz ging und die Klappe an der Orgelpfeife öffnete. Er griff suchend mit der Hand hinein, bis er ein altes Pergament herausholte. Ein sehr altes. Er legte es vorsichtig in einen Koffer. Dann verließ er die Kirche. Ich folgte ihm nach draußen. An jenem Abend waren viele Leute wegen traditioneller Feierlichkeiten unterwegs und ich konnte ihm leicht folgen, ohne dass er mich entdeckte. Er ging durch die Altstadt bis zur alten Kirchenruine. Als ich die Kirche betrat, war er gerade dabei, mit einem Spaten den Boden neben einem der alten Gräber der Ritter von König Otto auszuheben. Neben dem Loch war ein Erdhaufen aufgeworfen und der grub immer weiter, bis sein Spaten auf etwas Hartes stieß. Er entfernte eine dünne Erdschicht und darunter kam eine Steintür zum Vorschein. Eine sehr alte Steintür. Der Priester war außer sich vor Freude und tanzte wie ein Verrückter. Dabei entdeckte er mich. Ich wollte wegrennen, aber er folgte mir und stieß mich um, sodass ich mit dem Kopf auf einen Stein schlug. Er stellte mir Fragen, was ich wüsste, wie ich gesehen hätte, was ich wollte. Dann sagte er mir, ich solle mir keine Sorgen machen und alles würde gut. Dann nahm er einen Stein und hielt ihn hoch über seinen Kopf. Ich hatte keine Zeit nachzudenken. Ich musste etwas tun, sonst hätte er mich erschlagen. Also stieß ich ihm die Finger in die Augen. Ich spürte, wie ich ein Auge durchstieß und mein Finger in etwas Butterartigem steckte. Warmes Blut rann aus seinem Kopf. Mein Gott, ich kann es immer noch spüren. Beruhigen Sie sich, Michael. Beruhigen Sie sich. Niemand wird Sie deshalb beschuldigen. Das war natürlich Notwehr. Erzählen Sie weiter. Ja, er schrie und schrie und hielt sich die Hände vor die Augen, auch als das Blut zwischen seinen Fingern durchquoll. Und ich hob den Stein auf, mit dem er mich töten wollte, und schlug ihm damit fest ins Gesicht. Ich muss ihm die Nase gebrochen haben, denn ich hörte das Knacken von Knochen. Er fiel auf den Boden und ich schlug ihm immer wieder auf den Kopf, bis sein Schädel nachgab und er sich nicht mehr bewegte. Ich richtete mich auf und sah, was ich angerichtet hatte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also nahm ich den Koffer mit dem alten Pergament, das er aus der Orgel geholt hatte, und ging nach Hause. Als ich es mir später genauer ansah, erkannte ich, dass es eine Karte war. Eine sehr alte Karte. Es schienen irgendwelche Tunnel unter der alten Kirche abgebildet zu sein. Aus der Zeit, bevor sie eine Ruine war. Ich versteckte die Karte unter den Dielen in der Küche. Ich bin nicht mehr
der Steintür in der Kirchenruine zurückgegangen. Ist sie immer noch dort? Ja, bestimmt. Ist sie dort sicher? Ja, ist sie. Gut. Was passiert jetzt mit mir? Kann ich wieder zurück? Ich denke, dass Sie dafür zu krank sind, aber das muss natürlich Ihr Arzt beurteilen. Ich werde alles tun, um Ihre Lage zu verbessern. Bringen Sie ihn zurück auf die Station. Die Befragung ist beendet. Jetzt geht das Band aus. Alles klar. Oh, sehr interessant hier. So eine schöne alte Karte. Ich glaube, die hat er gemeint. Aber leider kann man da da nicht wirklich erkennen, was und wie. Ja, dieser komische Kompressor hier draußen hat natürlich jetzt den ganzen Oh, da vibrierten gerade die Kopfhörer, Alter. What the fuck? Einfach nochmal Krach machen, dass wir wieder wach werden hier. Ach, guck mal, wir haben noch Helme, aber die brauchen wir jetzt nicht mehr. Da ist so eine Rüstung mit 50. Ey, wow, wir haben aber 100% wirklich. Aber wir gehen jetzt rein. Boah, ich krieg Gänsehaut. So, da oben müssen wir hin. Da ist nämlich zu. Siehst du, da geht's nicht weiter. So, dann wollen wir mal gucken, was... Ah! Die haben es aber ganz schön gut abgesichert, ey. So. Ja. Wonach buddelst du hier, Helga? Aber guck mal, oben ist offen. Ja gut, dann haben sie das Ding. Oh, da ist noch ein bisschen Holz. Also wenn man das da wegmacht, glaubt, da kommt man auch so da rein. Also, ja, haben wir auch voll. Anscheinend. Okay. Wollen wir mal geräuschlos vorarbeiten. Runter. Oh Mann. Oh, wieder so ein Riesenköter. Ach, Manfred. Oh. Da wundert sich keiner, warum die so umfallen. Ah!
besser vergessen bleiben sollten. So, den haben wir da mal. Och nein! Scheiße! Überlass die dicken Ottos, ey, und weiß nicht, wie sie sich. Stecken wir uns mal auf dem Klo, hä? Nee, bevor ich das angreife, gehe ich jetzt mal andersrum. Eieiei, warte mal. Ich bleib doch erstmal bei der geräuschlosen Pistole. Oh, guck mal, es ist sogar Pfeile in die Richtung zeigen. Und da geht einer wieder hier runter. So, da oben war, glaube ich, eine Wache. Da sollte ich mal selbst abknallen, ey. So, den Kommandanten habe ich schon mal abgeballert. Den können wir nämlich nicht gebrauchen, glaubt mir. So, aber die haben ja da oben noch diesen. Warum soll ich denn die ganze Arbeit machen? Ich lasse machen. Ich habe am Anfang die ganze. Wow! Die ganze Arbeit gemacht. Ja, versuche ich es jetzt damit mal. Der Riesen Otto steht da und macht nichts. So einer. Ja, komm. Super Knarre, muss ich sagen. Eine super Knarre. So. Da sammeln wir doch mal auf. Da gehen wir mal oben mal gucken. Die Musik ist auf. Sehr schön. Oh. Komm mal hier oben hin. Wo? Was? Wie?
Ach, guck mal, ich hätte von hier oben ballern können auch. Aber dann hätte ich erstmal hinkommen müssen. Da hätte ich erstmal hinkommen müssen. So, warte mal, wo komme ich denn hier? Aha. So, ja. Ja, da ist er. Der Miese. So, was haben wir hier? Notiz von Randolph, Archäologe der Spezialeinheit, 16. März. Wir haben die alten Katakomben jetzt betreten. Ich werde von wiederkehrenden Albträumen geplagt. Ich wache jede Nacht davon auf. Ich habe das Gefühl, je tiefer wir vordringen, desto schrecklicher werden die Träume. Das Gefühl des Schreckens lässt noch. Wenn ich gefrühstückt und Kaffee getrunken habe. Mann, oh Mann. Aber dann kehrt die namenlose Angst zurück, die Furcht vor dem, was in der Tiefe verborgen liegt. Ich werde jedes Mal von Wellen der Angst ergriffen. Sobald Eberhard hat die Leberhard, nein, der Vorarbeiter der Ausgrabungsstätte erscheint und die neuesten Ergebnisse bekannt gibt. Gestern dachte ich, ich hätte eine geisterhafte Stimme im Dunkeln gehört. Ich konnte die Worte nicht verstehen. Vielleicht sollte ich die Krankenstation aufsuchen, aber was würde Helga dann von mir halten? Würde sie denken, sie sei schwach? Das ist das Letzte, was ich will. Ich bete nur, dass dieses Projekt bald beendet ist, sodass wir dieses verfluchte Dorf verlassen können. Ja, Randolph. Randolph kenne ich ja auch aus, Frivilli, genau. Randolph. So, dann gehen wir mal. Ah, da war noch ein bisschen Säuschen. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Die Riesenwumme hat ja noch nicht großartig viel gebracht, finde. Aber wir haben ja eigentlich alles voll hier. So, da kommen wir nicht weiter. So, was haben wir hier? Da können wir noch tauchen, aber dann. Ja, wir nehmen noch den offiziellen Weg. Was suchst du? Ja, wir können natürlich die Waffe natürlich jetzt nicht mitnehmen. Das ist halt. Oh Mann.